Niantic macht auch in diesem Jahr bei den ganzen April-Scherzen mit und tauscht Farbigel aus. Außerdem neue Boxen, diesmal ein bisschen anders im Vergleich zu den vorherigen. Und ich habe schon wieder ein Shiny gefangen, welches ich noch nicht hatte, ein zufälliges. Okay, und am Ende gibt es vielleicht noch 9x10 Kilometer Eier. Wir starten. Bitte, gebt euch in Acht. Heute ist der 1. April. Wenn jemand sagt, ich höre auf mit Videos oder hier ist das passiert. Und ich habe schon die kuriosesten Dinge gelesen. Auch im Hinblick auf Pokémon Go und solche Geschichten. Also nehmt euch in Acht. Glaubt vielleicht heute nicht allen Leuten irgendwas. Ich mache eigentlich videotechnisch. Glaube ich, wenn ich so zurückdenke, habe ich noch nie einen April-Scherz gemacht. Außer mein verschicktes Dragoran. Aber oh, das war nicht am 1. April. Mist, Salz in die Wunde gerieben. Gut, also, wenn man den Go-Schnappschuss-Modus verwendet, dann wird man von entweder Ash oder von Pikachu mit Ash-Mütze gefotobombt. Diese Fotobomb zählt sogar zur Medaille und man kann mehr als einmal gefotobombt werden. Der Konsens der meisten Leute ist 5. Viele sagen 5, manche haben auch nur 4 bekommen, andere sprechen von 8, 9. Also, keine Ahnung, vielleicht haben die da mit der Uhrzeit irgendwas falsch. Oder da ist ein Fehler. Auf jeden Fall so an die 5 kann man eventuell bekommen. Und die auch relativ flott, nicht so wie bei Farbigel. Und da muss ich zu meiner Schande gestehen, ich habe jetzt erst die Bronzemedaille bekommen. Oh mein Gott. Bedeutet, ich habe jetzt erst 5 mal eine Fotobomb erhalten. Manchmal vergisst man, manchmal will das Ding einfach nicht auftauchen. Und ich muss dazu sagen, seit dem Go-Schnappschuss-Modus, ich verwende das Ding so häufig, auch ohne Farbigel, also einfach nur, weil ich zum Beispiel für die ganzen Event-Pokémon immer Sichlor, während das Käfer-Video sich zurückerinnert. Sichlor habe ich in PNG so ausgeschnitten. Da mache ich dann ein Go-Schnappschuss-Foto vor einem einfärbigen Hintergrund, wechsle auch immer die Pokémon, dann hatte ich Smetbo, dann habe ich das mit den Raid-Bossen gemacht, mit Shinies für Gekkabor. Und es kommt zufällig, das kann man komplett vergessen, kommt einfach kein Farbigel. Da muss man wirklich, genauso wie ich das mal erklärt habe, als Trick die Fotospeicherung ausstellen, dann den normalen AR-Modus verwenden und immer ein Pokémon-Foto zurück, ein Pokémon-Foto zurück. Aber egal, das ist ein anderes Thema. Dieses Ash-Hut-Pikachu, das taucht dann auf der Übersichtskarte auf, also ganz normal, man macht das Foto, wird gefotobombt, schließt das Ding und danach kann man es in der Wildnis fangen. Wer sich währenddessen bewegt, zum Beispiel Bus, Auto, Fahrrad würde ich nicht empfehlen, weil da kann man nicht Beifahrer sein, aber genau, dann kann es sein, dass man dieses Pokémon verpasst, weil man danach schon ein bisschen an einer anderen Stelle ist. Aber wenn das so ist wie bei Farbigel, dort bleiben die, also Farbigel bleibt immer eine Stunde nach dem Auftauchen, könnte man rein theoretisch, wenn man es irgendwie oder durch GPS-Drift verliert, sage ich mal, könnte man zurücklaufen zur Stelle und das noch bekommen. Genau, kann Shiny sein, man hat aber nur eben eine Handvoll Chancen, also rechnet euch da kein Shiny aus. Auch wenn man im Internet Bilder sieht, natürlich bei Tausenden und Abertausenden Spielern, irgendjemand bekommt ein Shiny, selbst bei 5 Versuchen. Aber ich glaube nicht, dass die Chance allzu hoch sein sollte. Also ein sehr rar gesätes Shiny auf jeden Fall. Im vergangenen Jahr hatten wir ja die Pixel Sprites als April-Scherz und die sind sogar etwas länger geblieben. Die Leute dachten am Anfang, was ist da los? Und das hat sich dann eben als April-Scherz entpuppt. Und dieses Jahr wurde es eben die Fotobomb. Ich gehe stark davon aus, dass das bei uns, das funktioniert immer lokale Uhrzeit, bei uns um 24 Uhr dann weg sein wird und man morgen sozusagen wieder Farbigel bekommt. Was mich allerdings gewundert hat, ist, dass die Boxen schon heute verschwunden und wieder von neuen ersetzt worden sind. Denn eigentlich beginnt erst morgen, am 2. April, um 22 Uhr. Zeitumstellung war jetzt schon. Also immer wieder 22 anstelle von 21 Uhr. Und ich dachte, dass zumindest noch so lange gewartet wird mit den Boxen. Ich habe es dazu gesagt, bedenkt, die können verschwinden. Die Raid Pässe sind momentan richtig genial in den Boxen. Und nun, die Ersparnis ist gut in der Hyper- und Abenteuerbox. Aber warum zwei verschiedene? Die sind doch beide fast gleich. Also okay, in der Abenteuerbox fehlen die Raid Pässe. Aber anscheinend setzt das Spiel 10 Raid-Pässe mit 4 normalen Brutmaschinen und einer Super-Brutmaschine gleich.
Also, natürlich die Abenteuerbox gut für Leute, die eigentlich nicht raiden wollen und Raidpässe mit Zerstören und solche Geschichten. Aber warum sind die so ähnlich? Rauch ist zum Glück drin in den Boxen, aber viermal Rauch in der Hyperbox oder Abenteuerbox? Was hab ich denn da für ein Abenteuer mit vier Rauch? Okay, die halten jetzt eine Stunde im Event, aber da hätte ich mir schon. Nur ein Beispiel, jetzt in 3 Sekunden erfunden. Abenteuerbox, paar Brutmaschinen, wie viele müsste man sich ansehen? 20 Rauch und paar Sternenstücke. So, das ist eine Abenteuerbox fürs Event mit richtig viel Rauch. Aber was ist denn 4 Rauch? Also von der Anzahl an Rauch, muss ich sagen, bin ich ein bisschen enttäuscht, weil das ja wirklich im Fokus steht von dem Käfer-Event. Aber okay. Ansonsten, wie gesagt, wenn man die Ersparnis in Prozenten hernimmt, im Vergleich dazu, wenn man sich alles einzeln kauft, dann ist die Hyperbox sehr lukrativ. Bei der Hyperbox erspart man sich nämlich Daumen mal Pi 55%, 56,5 um genau zu sein. Und auch die Abenteuerbox bietet eine ordentliche Ersparnis von 53,8%. Jedoch, ja, die Aufteilung ist ein bisschen seltsam. Also Leute, die nur Raidpässe haben wollen, kaufen sich die Hyperbox bestimmt nicht. Und Leute, die nur Rauch haben wollen, für die lohnt sich das auch nicht. Oder was auch immer. Also es ist so eine Box von überall ein bisschen was. Ich muss aber echt sagen, sehen wir uns nur mal ganz kurz die mittlere Box an, die für 780, da ist die Ersparnis zwar nur 44,3%, aber da gibt es am meisten Rauch. Also wenn man die zweimal kauft im Vergleich zu einer Hyperbox, ist zwar um ein paar Coins teurer, aber genau, dann bekommt man ein paar weniger Pässe, 2 Pässe weniger, 4 Brutmaschinen weniger, dafür die doppelte Menge an Rauch und Glückseier anstelle von Sternenstücken auch in der doppelten Menge. Okay, in Wahrheit lohnt sich vermutlich auch nicht so, dann kann man sich einfach den Rauch als 25er Paket kaufen, wenn man da ordentlich reinsuchten möchte im Event. Aber gut, wie auch immer, das sind die neuen Boxen. Wirklich überraschend, dass die einen Tag früher gedroppt sind. So, und hier noch eine Sache, die ich dran schneiden möchte. 2 Nachrichten vom Niantic Support. Einmal als Antwort auf eine Umfrage bezüglich Shinies, wie viel habt ihr bekommen? Und die Person schreibt, sie hat 30 bekommen. Antwortet Niantic, wow, das hört sich gut an, Trainer. Und dann am Ende noch, am 4. April werden sie etwas richtig Großes ankündigen. Also 4. April, wissen wir, sollen die Live-Events angekündigt werden. GoFest, Safari-Zone, solche Geschichten. Warum antworten die bei so einem Tweet, wo die nicht mal markiert wurden, wo es um Shinies geht? Und hypen den 4. April nochmal so richtig rauf. Und dann haben wir noch etwas. Da hat jemand ein Video hochgeladen von seiner finalen Entwicklung, wo er Level 40 wurde. Und Niantic antwortet ihm. Und hier wurde wieder Niantic nicht markiert eigentlich. Also sehr seltsam. Und es wurde auch keine Frage gestellt. Niantic antwortet. Glückwunsch zu Level 40. Das ist eine großartige Leistung, eine Errungenschaft. Und sie schreiben auch, mach weiter mit verschiedenen Aktivitäten, um mehr Erfahrungspunkte zu bekommen. Wer weiß, was als nächstes in Pokémon Go passieren könnte. Levelerweiterung? Also, offensichtlicher geht's ja eigentlich gar nicht. Warum sollten die einem Level 40er sagen, sammle noch mehr Erfahrungspunkte, wer weiß, was die Zukunft bringen wird. Also, ja, das, ich wollte es nur sagen, da kann jetzt jeder gerne spekulieren, drüber nachdenken, fantasieren, wie auch immer. Gut, und jetzt weiter im Text. Also, Fotobomb, Boxen und mein Shiny. Jetzt kann ich sagen, jetzt habe ich es schon gezeigt. Ein Kramurks, mein erstes. Gut, und jetzt habe ich noch mit der Wochenbelohnung gemeinsam mit einem einzigen Sternenstück das kombiniert. 9000 Sternenstaub aus der Wochenbelohnung und 9 mal 10 Kilometer Eier geöffnet, die schneide ich jetzt noch dran. Viel Spaß. Oh, Spieletrend. Oh. 9 mal 10 Kilometer Eier, keine Ahnung, wo ich das dran schneide, aber zu so einer Ladung kann man nicht Nein sagen, oder? Hat jetzt wieder ein bisschen gedauert, aber ich konnte mir komplett nur 10 Kilometer Eier ansammeln und wir starten mit dem häufigsten Pokémon aus den 10er Eiern gefühlt, nämlich Dratini. 555 Wettkampfpunkte und ich habe 14 Millionen Sternenstaub. Ich habe dieses Sternenstück kombiniert mit der Wochenbelohnung und all solchen Geschichten. Das waren 9000 Sternenstaub aus der Wochenbelohnung. Ein Bummels ist hier am Start. Und das ist nicht mal ein schlechtes. Das ist auf jeden Fall halbwegs gut.
und ich habe noch kein richtig gutes Bummels. Genau, das waren 9000 Sternenstaub aus der Wochenbelohnung, 130 Kilometer oder irgendwie solche Geschichten. Baschwa, dann jetzt 9 mal 10 Kilometer Eier. Das lohnt sich schon, da zahlt sich das Sternenstück definitiv aus. Genau, ich könnte sowieso wieder irgendwas hochpowern. Jedoch für die Raid-Bosse momentan habe ich komplett die besten Counter alle schon parat. Da müsste mal irgendein Dreier-Raid-Boss kommen, für welchen ich, wenn ich den Solo machen möchte, irgendwas hochpushen muss. Ein Knackleon. Wenn es bei einem bleibt, ist es in Ordnung, aber mehr davon bitte nicht. Oh, aber auch das wäre nicht schlecht. Juckt mich allerdings nicht, denn ich habe schon ein 100er damals aus der Wampel-Quest bekommen. Ja, also das waren vielleicht schon so in etwa 50.000 Sternenstaub mit einem Sternenstück Flunkiefer. Ja, die Eier gefallen mir. Sehr fein. Warum genau bei einem Flunkiefer 16 Candies? Wo die Candies hier so rar gesät sind, obwohl mittlerweile habe ich sowieso schon 155. Aber trotzdem, boah, das war glaube ich das Minimum. 16 Candies aus einem 10er Ei. War das gerade ein 2er Ei oder was? Da bekomme ich ja fast so viele Taubsi-Candies, wenn ich mit meinem Tauboga als Buddy rumlaufe 10 Kilometer lang. Oh, ein Lavita. Ah, mit Lavita, da gibt es auch bald etwas zu berichten. Und das ist auch eher gut als schlecht, aber nein, gut, nicht wirklich. Ach ja, das könnte ich den ganzen Tag machen, 10 Kilometer Eier öffnen, wenn es nicht immer so schwierig wäre, die dann vorzubereiten. Und wir sind wieder am Anfang bei einem mit einem Dratini. Hat einen Wettkampfpunkt verloren. Was ist denn da passiert? Hattest du vorhin nicht noch 555? Gut. Oh, da kommt sogar noch was. Das hat sich schon angefühlt wie 9 Eier eigentlich, aber das ist wohl ein Kindwurm. Porygon. Oh, aber das habe ich schon unfassbar lange nicht mehr ausgebrütet. Richtig, richtig lange kein Porygon mehr ausgebrütet. Und das werde ich mir aufheben. Ich habe nämlich etliche Upgrade, aber keine Basis-Porygon zum Entwickeln. Und für die Quest entwickle mit einem Item. Noch ein Ei? Na, jetzt geht's aber mal los. So, Kindwurm zum Abschluss für den Community Day. Oh, ein Shinux nehme ich auch gerne. 500, 500, 500. 478. Okay. Das ist nicht unbedingt der Yellow from the Egg, aber ein paar Candies noch oben drauf. Das geht klar. Ich habe übrigens noch kein Shiny Shinux. Also, habe noch nicht so viele Raids von denen gemacht. Aus einem Ei vielleicht mal. Wer weiß. Okay, und das müsste jetzt aber gewesen sein. Bis zum nächsten Mal oder bis gleich. Tschüss.